Das Jahr 2017 neigt sich so langsam dem Ende zu, aber das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Hier sind die Releases für den November. Call of Duty World War II verspricht mit dem Setting des Zweiten Weltkriegs Shooter-Action im Sinne seiner Wurzeln. Die Kampagne bringt euch in die Normandie am D-Day und an andere markante Orte in ganz Europa im größten Krieg der Geschichte. Im Multiplayer soll der Fokus wieder stark auf Bodenkämpfen liegen, ohne jegliche Jetpacks oder ähnlichen Schnickschnack, den es zu dieser Zeit natürlich noch nicht gab. Neu ist der sogenannte Kriegsmodus, in dem man der Reihe nach verschiedene Ziele einnimmt und im Anschluss einen Panzer eskortieren muss, um zu gewinnen. Am 3. November erscheint Etrian Odyssey Beyond the Myth. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Abenteurers, der die Spitze des Yggdrasil-Baums erreichen möchte. Um das zu schaffen, muss man allerdings erst ein gefürchtetes Labyrinth überwinden, in dem es viele Gefahren und Gegner gibt. Mit einer eigens erstellten Gruppe macht ihr euch also auf den Weg und besiegt Feinde in rundenbasierten Kämpfen. Hilfreich ist auf der Reise eine Karte, die alles Erkundete aufdeckt und euch so den gefährlichen Weg ein wenig erleichtert. Kirby Battle Royale ist nicht, wie der Name vermuten lassen könnte, Nintendos Antwort auf den Hype von PlayerUnknown's Battlegrounds oder Fortnite, sondern schickt euch in eine Arena mit 10 verschiedenen Minispielen. Dort könnt ihr euren Skill gegen andere Spieler unter Beweis stellen. Für Einzelkämpfer gibt es zwar einen Singleplayer-Modus, allerdings macht Kirby Battle Royale wahrscheinlich nur im Wettbewerb gegen andere Spieler so richtig Spaß. I'm right here. Die Welt von .hack ist, wie viele aktuell beliebte Animes, im Setting eines MMOs angesiedelt. So begebt ihr euch in .hack GU Last Recode wieder in ein virtuelles Online-Rollenspiel, um herauszufinden, was real ist und was nicht. Spieler des Prequels kennen wahrscheinlich noch The World, die in diesem Teil wieder aufgebaut wurde. Ziel des Spiels ist es, den gefährlichen Player-Killer namens Tree-Edge zu finden und bei der Gelegenheit auch sämtliche andere Player-Killer zu beseitigen, die dieser Welt Schaden zufügen wollen. Sonic Forces in der Bonus-Edition schickt unseren blauen, flinken Helden abermals auf die Hetzjagd nach Dr. Eggman. Und einem anderen mysteriösen Bösewicht. Eggman hat sich nämlich mit einer seltsamen Kraft große Teile der Welt einverleibt. Also müssen sich Sonic und seine Freunde nun bemühen, dies wieder rückgängig zu machen. Einige neue Gadgets und ein eigener Selfmade-Charakter können bei diesem Unterfangen helfen. When we join forces, the sky's the limit. Die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten, nach Microsoft-Aussage, kommt diesen Monat auf den Markt. Die Xbox One X verspricht natives 4K-Gaming, über 40% mehr Leistung durch diese 6 Teraflops, über die man immer wieder im Internet liest, und auch noch konstante 60 Frames per Second bei ausgewählten Titeln. Darunter fallen nicht nur hauseigene Microsoft-Titel, sondern auch Third-Party-Spiele von anderen Publishern. Was die Konsole dann tatsächlich kann, werden wir schon in wenigen Tagen erleben können, nämlich ab dem 7. November. Eines der Spiele aus dem Hause Microsoft, die in 4K auf der neuen Xbox One X laufen sollen, ist Super Lucky's Tale. Ein knuddeliges Jump'n'Run mit einem kleinen Fuchs namens Lucky. Der macht sich auf in eine farbenfrohe Welt voller unvorhersehbarer Herausforderungen, skurriler Wesen und Gegner. Das Spiel möchte dabei ganz offensichtlich an alte Klassiker erinnern und Spielern in jedem Alter eine angemessene Herausforderung bieten. Für diejenigen unter euch, die ihrem virtuellen Bauernhobby auch unterwegs frönen wollen, kommt der Landwirtschaftssimulator nun auch auf die Switch. Die Version unterscheidet sich von den bisherigen für andere Systeme in keiner Hinsicht drastisch. Heißt also, auch in der Switch-Edition kann man seine Viehwirtschaft ankurbeln, das Feld bestellen und das Landleben und all seine Fahrzeuge genießen.
Auf dem PC und Mac hingegen erweitert die Platinum-Edition des Landwirtschaftssimulators 17 die Basisversion um 3 neue riesige offene Welten in Südamerika. Und natürlich gibt's auch allerhand neue Fahrzeuge, Gadgets und Umgebungen. Möchte man in den Genuss dieser neuen Inhalte kommen, hat aber die Standard-Edition schon zu Hause, kann man sich das Add-on auch einzeln kaufen. Koenigsegg Regera. 0 to 60 in 2.7 seconds. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. In Need for Speed Payback schlüpft ihr in die Rolle des Street Racers Tyler Morgan, der verraten und ins Exil getrieben wurde. Um Rache zu üben, muss er wieder eine Crew zusammenstellen, mit der er das Haus zur Strecke bringen will. Ein Kartell, das Casinos, Kriminelle und die Polizei kontrolliert. Die motorisierten Wettkämpfe bestreitet ihr dabei in den 5 Kategorien Rennen, Drift, Offroad, Drag und Flucht. Natürlich wäre es kein Need for Speed, wenn man dafür nicht Autos an die Hand bekäme, die zur schnellsten ihrer Art gehören. Da Snipperclips zu einem der Launch-Titel der Switch gehörte, werden Nintendo-Fans bestimmt schon wissen, worum es hier geht. 1 bis 2 Spieler übernehmen die Rolle von Snip und Clip, 2er Papierhelden, die sich gegenseitig so zuschneiden müssen, dass sie in vorgegebene Formen passen, um jeweils das Level zu lösen. Snipperclips Plus erweitert das Grundspiel um neue Rätsel und Designs sowie 3 Multiplayer-Aktivitäten. Wer das Grundspiel schon besitzt, kann sich die Bonusinhalte auch als DLC aus dem eShop beschaffen. Das Remaster, was man am wenigsten als Remaster von Rockstar-Spielen haben wollte, konnte man auf gängigen Spieleseiten lesen, als die Ankündigung kam, dass L.A. Noire für PS4, Xbox One und Switch erscheint. Trotz gefühlt negativer Presse hatte der Crime-Thriller, der im Los Angeles der 40er Jahre spielt, zu seinem Release 2011 aber auch gute Kritiken erhalten. Als LAPD-Detective Cole Phelps ist es eure Aufgabe, Korruption und Drogenhandel auch innerhalb der eigenen Reihen aufzudecken. Die Remaster-Version ist auf 1080p und sogar 4K für die PlayStation 4 Pro überarbeitet worden und enthält neben dem Grundspiel auch alle bisher veröffentlichten Zusatzinhalte. Road Rage bietet Motorradfans eine offene Spielwelt mit über 90 Missionen, in denen es in verschiedenen Modi darum geht, verfeindeten Fahrern zu zeigen, wer der Boss ist. Das tut man unter anderem mit einem Repertoire aus verschiedenen Waffen, die ihr während der skrupellosen Rennen benutzen könnt, um Rivalen von ihren Bikes zu stoßen. Ziel des Spiels ist es, sich bis ganz nach oben an die Spitze der Motorradgangs zu kämpfen, um in einer von Gewalt und Kriminalität regierten Stadt zu überleben. In Monster Jam Crush It werdet ihr zu Monster Truck-Fahrern und könnt euch in den weltweiten besten Listen, online sowie offline, bis nach oben kämpfen. Es warten physikbasierte Herausforderungen einschließlich Skill, Hilljump und Stunt-Modi, die in authentischen Stadien ausgetragen werden. Für Szenekenner gibt es auch offizielle Trucks, wie beispielsweise Gravedigger, Max D, Monster Mutt und einige mehr. Verrückt komisch wird es mit dem Side-Scrolling-Action-Brawler Cartoon Network Battle Crashers. Die Rahmenhandlung folgt Uncle Grandpa, der hinter dem Steuer seines Wohnmobils einschläft und dadurch versehentlich in eine andere Dimension gerät. Diese Dimension besteht aus den beliebtesten und populärsten Welten von Cartoon Network-Serien, wie zum Beispiel Adventure Time, Gumball, Steven Universe und einigen mehr. Kämpft an der Seite eurer Cartoon-Helden gegen feindliche Horden und kombiniert dabei eigenartige Kräfte. Cartoon Network Battle Crashers. What time is it? Battle time. Available now. Ich bin Groot. Ja, du hast wohl recht. Was soll schon passieren, wenn man das Raumzeitkontinuum manipuliert? Ein Planet mit einem Gesicht? Überhaupt nicht unheimlich. Lego Marvel Super Heroes 2 versetzt euch, wie schon der Vorgänger, in die Welt der Marvel-Helden in Klötzchen-Version. Diese Welt wurde aus Zeit und Raum gerissen und muss von Chronopolis aus, einem offenen Hub, wieder vereint werden. Spielbar sind zum Beispiel Captain America als Cowboy oder eine Version von Spider-Man aus dem Jahr 2099. Aber natürlich auch jede Menge andere Charaktere aus dem Marvel-Universum.
Wie bei allen Lego-Spielen wird natürlich für Humor und eine bunte, vielfältige Spielumgebung gesorgt, in der ihr euch kräftig austoben dürft. Fans dürfen sich im November auf Star Wars Battlefront 2 freuen, für das sich Entwickler DICE die Kritik zum Vorgänger zu Herzen genommen hat und so nun auch eine Singleplayer-Kampagne anbietet. Deren Umfang soll sich zwar nur auf ca. 5 Stunden beschränken, dafür umfasst die Story allerdings 30 Jahre und soll erstklassig inszeniert sein. Darüber hinaus gibt es natürlich einen ausgebauten Mehrspielermodus, der den des Vorgängers in den Schatten stellen soll und mit mehr Inhalt und mehr Waffen noch intensivere Schlachten verspricht. Käufer der Deluxe-Version können übrigens 3 Tage früher, nämlich schon am 14.11. starten. Ach, das wird geil. Fresst meinen Thermal-Imploder, Bitches! All wings! We're coming up on the Star Destroyer, but we need to clear that escort. Let's give him everything we got! Nintendo folgt der Tradition und veröffentlicht zu Pokémon Sonne und Mond jeweils Spezialversionen. Die Editionen Ultrasonne und Ultramond bieten natürlich im Prinzip weiterhin das Gleiche, haben allerdings auch einige Neuerungen in petto. So befindet ihr euch zwar immer noch in der Welt von Alola, allerdings ist nun eine alternative Geschichte enthalten, in der dunkle Wolken aufziehen und Geheimnisse aufgedeckt werden müssen. Mit dabei sind außerdem neue Pokémon, die es bislang noch nicht zu sehen gab, und diverse Elemente, die das Abenteuer noch unterhaltsamer machen sollen. Sechs Jahre nach seiner Erstveröffentlichung taucht Skyrim immer noch in unseren Release-Vorschauen auf. Denn mit Skyrim VR habt ihr ab dem 17. November die Möglichkeit, mit Sonys Virtual Reality Brille noch tiefer in das Rollenspiel einzutauchen. Dabei könnt ihr die PlayStation Move Controller für ein noch besseres Spielerlebnis nutzen, um beispielsweise Bogenschüsse realistischer wirken zu lassen. Enthalten sind neben dem Grundspiel auch die Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Am selben Tag wie Skyrim VR erscheint auch die Switch-Version zum 5. Elder Scrolls-Teil, die ja bereits im allerersten Trailer zu Nintendos Konsole gezeigt wurde. Sämtliche bisherige Inhalte sind natürlich auch in dieser Version vorhanden und somit kann man demnächst auch unterwegs die Welt von Tamriel frei erkunden und die Drachen in die Knie zwingen. Nachdem Rime bereits im Frühjahr für PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen ist, wird nun eine Switch-Version nachgereicht. In diesem Puzzle-Abenteuer schlüpft man in die Rolle eines kleinen Jungen, der nach einer Sintflut auf einer mysteriösen Insel schiffbrüchig wird. Auf euch allein gestellt, müsst ihr euch der Herausforderungen und Geheimnisse dieses Ortes annehmen und die Insel mitsamt ihren wilden Kreaturen und in sich zusammenfallenden Ruinen erkunden. Optisch erinnert das Ganze an eine Mischung aus Zelda, The Wind Waker, The Last Guardian und The Witness. Der Erfolg der Sims ist weiterhin ungebrochen. Noch immer gilt es, mit den seltsam murmelnden Leutchen bis ins Detail eine Alternativwelt zu bauen. Das fängt bei der Wahl der Inneneinrichtung des Hauses an und hört beim Steuern des Toilettengangs auf. Die Sims 4 erscheint nun 3 Jahre nach dem PC-Release auch für PlayStation 4 und Xbox One. Für die Konsolenversion wurden zahlreiche Aktualisierungen vorgenommen und neue Inhalte hinzugefügt, wie zum Beispiel Geister, Pools und neue Karrieren. Käufer der Deluxe Party-Version kriegen außerdem noch weitere Bonusinhalte und einen Frühstart am 14. November. Auch Motocross GP 3, das für die anderen aktuellen Plattformen seit dem Frühjahr erhältlich ist, bekommt eine Switch-Version spendiert. Das auf der Unreal 4 Engine basierende Motocross-Spiel versucht, ein mitreißendes und dynamisches Spielerlebnis zu bieten, bei dem plötzliche Wetterwechsel und realistische Bodenverhältnisse helfen sollen. Seit diesem dritten Teil sind auch 2-Takt-Motorräder verfügbar, die sich Fans lange Zeit gewünscht hatten. Abgerundet wird das Gesamtpaket mit offiziellen Rennstrecken, auf denen man sich in On- und Offline-Modi messen kann. Entwickler Supermassive Games präsentiert ein Prequel zu Until Dawn für die PlayStation VR.
In The Inpatient begebt ihr euch auf einen Horrortrip ins Blackwood-Sanatorium, das in Until Dawn verlassen und verfallen ist. 60 Jahre zuvor aber findet ihr euch hier als Patient wieder. Dabei sollen eure Entscheidungen und Handlungen den kompletten Storyverlauf beeinflussen können. Und für echte Immersion sorgt eine Sprachsteuerung. You understand, I want what's best for you. Are you ready? Don't you be afraid now. Ja, auch über solche Titel müssen wir natürlich berichten, wenn unsere Release-Liste einigermaßen komplett sein soll. Für den 3DS gibt es nämlich ab dem 24. November ein Spiel namens New Style Boutique 3 Styling Star, in dem wahrscheinlich vornehmlich kleine Mädchen ihr eigenes Modegeschäft leiten. Im Laden trifft man dabei verschiedene Kunden, die man bei der Wahl ihrer Outfits unterstützen soll. Aus über 20.000 Modeartikeln kann man dabei wählen und so die Geschichte der Kunden beeinflussen. Outcast Second Contact ist ein vollständiges Remake des originalen Outcast aus dem Jahr 1999. Damals hat der Pionier der Action-Adventures einige Awards abgeräumt und möchte nun jüngeren Spielern die Chance geben, diese Geschichte nachzuholen. Als Elite-Soldat Cutter Slade ist man auf Adelpha gestrandet, der Heimat einer fortgeschrittenen Alien-Zivilisation, und muss sich dort in einem Kampf um das Überleben der Menschheit beweisen. Black Mirror ist der mittlerweile vierte Ableger der gefeierten Gothic-Horror-Reihe. In dieser Version erwartet euch eine komplett neue und eigenständige Geschichte, die in moderner Grafik und mit hochqualitativer deutscher Vertonung daherkommen soll. Neue Gameplay-Elemente sind unter anderem das Interagieren mit geisterhaften Versionen, die dabei helfen sollen, mehr über die Vergangenheit der Familie des Protagonisten zu erfahren. Versprochen wird außerdem eine unheimliche Atmosphäre mit Fokus auf den Schrecken der Psyche im Stil von Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft. Cyberia ist eine Adventure-Spielereihe, in der die junge Anwältin Kate Walker die Hauptrolle einnimmt. Im zweiten Teil reist sie zusammen mit dem Erfinder Hans, den sie am Ende des ersten Teils gefunden hat, in eisige Gefilde. Dort gehen die beiden einem Kindheitstraum des Erfinders nach, der sie an wolligen Mammuts vorbeiführt, die blaues Wintergras fressen. Hans ist nämlich schwer krank und irgendwo in dieser eisigen Gegend soll es wohl eine Möglichkeit geben, ihn zu heilen. Schlappe 13 Jahre nach seinem Originalrelease kommt Cyberia 2 Ende November auf die Switch. Zu Halloween gestern haben wir in der Sprechstunde über unsere Ängste geredet und letzten Mittwoch erschienen ist mal wieder ein interaktives Quiz. Zum Thema Pokémon gibt's 10 Fragen für euch. Checkt das aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.